Hallo liebe Zuschauer, wir haben einen weiteren Informationsfilm vorbereitet. Heute haben wir das Thema Homeoffice, also wenn man nicht mehr im Unternehmen arbeiten kann und mit seinen Kollegen trotzdem kommunizieren muss und weiterhin Projekte fortführen muss. Da gibt es ja viele Helferlein, die man heutzutage nutzen kann. Wenn wir artverwandte Filme zu diesem Thema haben, dann können Sie diese über die Playlist aufrufen. Das Allerwichtigste, ich möchte Ihnen meinen Kollegen den Thomas vorstellen. Hallo Michael. Hi Thomas, er ist genauso wie ich Projektleiter hier bei uns im Hause der Punkt. Wir beide arbeiten ja sehr viel mit verschiedensten Softwaren, also tagtäglich. Aber du hast dich noch mal ein ganzes Stück weiter jetzt reingearbeitet in die Sache, hast ja noch verschiedene Tools angeguckt. Welche Programme oder welche Programmarten gibt es denn, um letztendlich Homeoffice leisten zu können? Mhm. Ja, im Moment erfreuen sich ja viele Softwarelösungen großer Beliebtheit, die eben die Zusammenarbeit auch dann ermöglichen, wenn man nicht zusammensitzt. Und wir als Agentur, als Dienstleister haben ja, sagen wir da nochmal, die besondere Situation, dass viele unserer Kunden auch solche Software bereits einsetzen und wir uns eben auf die Kunden einstellen müssen und diese verschiedenen Lösungen quasi zwangsläufig auch benutzen. So grundsätzlich kann man sagen, dass es einen Teil gibt, der eben zur Abbildung von Kommunikation da ist, sei es jetzt über Textchats oder Videochats, und eine andere Gruppe, die eher fokussiert auf den Austausch von Daten, wobei es da keine klare Trennung gibt. Also wir im Haus verwenden ja sehr stark zum Beispiel Slack, wo im Kern im Prinzip Textchats die Funktion sind, aber darüber kann man auch Daten austauschen. Aber das ist nicht der Schwerpunkt in dieser Anwendung. Wenn man zuerst über die Kommunikationslösung spricht, kann man da unterscheiden eben zwischen textbasierten und videobasierten Lösungen. Das heißt, verschiedenste Lösungen, die einem erlauben, in Gruppen miteinander zu kommunizieren und da eben kollaborativ zu arbeiten. Oder eben der Ersatz für das Face-to-Face-Meeting, der Videochat über verschiedene Lösungen. Na, und was ist aus deiner Sicht die beste Lösung? Wo sagst du, würdest du dich am wohlsten mitfühlen? Oder wie kann man das beurteilen? Wie so oft ist es so, dass die beste Lösung natürlich ganz individuell ist. Was für Funktionen brauche ich tatsächlich für meinen Alltag? Und da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen ausprobieren, die verschiedenen Lösungen. Gut ist, dass im Moment sehr viel vergünstigt oder gratis angeboten wird. Das heißt, man muss keine Kaufentscheidung treffen. Ein wichtiger Hinweis ist da, glaube ich, auch, man muss sich abstimmen mit seinem Umfeld. Wenn ich jetzt hier im Unternehmen der Einzige bin, der Software X einsetzt, dann kann die noch so toll sein, dann wird mir das nichts helfen, weil ich will ja kommunizieren, dafür brauche ich andere, die das gleiche Tool verwenden. Das heißt, die erste Frage sollte da immer erstmal in Richtung IT-Abteilung gehen, auch was ist zulässig, was wird als sicher erachtet, weil ja da auch das eine oder andere Tool in der Vergangenheit dann mal in der Presse war mit negativen Nachrichten. Das heißt, man sollte da nie über die eigene IT-Abteilung hinweg entscheiden, sondern das sollte immer eine konzertierte Entscheidung aus dem Unternehmen sein, auf welche Lösung man sich festlegt. Ich persönlich bin mit Slack sehr glücklich, ich bin auch mit dem Zoom-Video-Chat soweit sehr glücklich, aber auch die anderen Lösungen, also über Kunden habe ich beispielsweise sehr viel auch in Microsoft Teams gearbeitet. Das bietet im Prinzip anders, aber die ähnliche, vergleichbare Funktion, die die Zusammenarbeiter auch wirklich erleichtern. Und gerade wenn man eben mit Microsoft Teams, ist oft so, dass es unternehmensweit eingesetzt wird und dann ist es natürlich alternativlos. Okay. Du hast jetzt hier schon einige Namen genannt. Also was noch dazu kommt, ist natürlich auch ist WebEx, es gibt GoToMeeting, also es gibt eine riesengroße Vielfalt. Kannst du uns mal einen Querschnitt geben, was die Programme denn so können, was die so leisten? Bei den textbasierten Chats ist es in der Regel so, dass man eben verschiedene Gruppen organisieren kann. Also wenn man quasi gemeinsam ein Projekt hat, bildet man damit eine Gruppe und in dieser Gruppe teilt man eben einen textbasierten Chat und in diesem Chat kann man auch Daten austauschen, kann sich Links schicken und so weiter. Manche Systeme bieten auch Kalenderfunktionen und dergleichen. Aber das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also man kann die auch nicht wirklich in Schubladen stecken, sondern die überlappen sich von ihren Funktionen so teilweise. Von daher ist wirklich der Hinweis, ausprobieren, was einem persönlich am besten liegt und das eben in Koordination mit den Leuten, mit denen man wirklich zusammenarbeiten will, dass man da eine Auswahl treffen kann oder eine kleine Gruppe für sich zusammenlegt, so wie wir es hier auch in der Agentur gemacht haben, wo ja das, sag ich mal, das führende System ist Slack. Welche gibt es denn noch? Also Slack ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Welche textbasierten haben wir noch? Also Microsoft Teams beinhaltet
vergleichbare Funktionen. Die reine Abbildung von Videochats wäre dann eben Skype, Zoom, Google Hangouts auch. Das sind so die großen Spieler. Bei Textchats gibt es Unmengen, auch ganz, aus ganz lustigen, spezifischen Ecken. Also im Moment hat sich beispielsweise auch Discord erfreut sich großer Beliebtheit. Es ist eigentlich eine Software, die von Computerspielern eingesetzt wurde. Das finde ich als Gamer natürlich etwas, was du in- und auswendig kennst. Ja, aber es ist erstaunlich, dass sozusagen, wenn die Anforderungen vergleichbar sind, dass das natürlich keine Rolle spielt, wer da die Hauptnutzer bisher waren, sondern es wird stark genutzt, aber auch Rocket Chat, Fleep, Circuit, Spike, also es sind lauter Tools, die vergleichbare Lösungen anbieten, also textbasierten Austausch von Informationen in Chats, in Gruppen und dergleichen. Okay, aber das waren jetzt ja alles Kommunikationstools, eben ob Textkommunikation oder eben auch Videokommunikation über große Entfernungen hinweg beziehungsweise in verschiedenste Regionen. Aber was brauchen wir noch darüber hinaus? Das kann nicht alles sein. Ja, also wir hatten ja schon erwähnt, dass manche dieser Tools auch den Austausch von Daten erlauben, aber sie sind nicht speziell dafür gemacht. Das heißt, wenn man große Datenmengen handelt, also beispielsweise wir aus der Agentur Druckdaten fertigstellen, die der Druckerei zur Verfügung stellen wollen, das sind ja zum Teil recht große Datenmengen, dann gibt es da Systeme, die besser funktionieren, die eben rein auf den Austausch großer Datenmengen fokussiert sind. Wir nutzen ja hier in der Agentur so eine Nextcloud-basierte Cloud-Lösung. Und dort laden wir dann Druckdaten hoch, schicken dem Kunden den Download-Link, können die Gültigkeit von diesen Daten verwalten und so weiter, sodass man da auch Ordnung in seinem Datenbestand hat. Da gibt es auch nochmal Lösungen, die auf bestimmte Daten fokussieren. Also wenn man an Videodaten denkt, die ja auch sehr groß sind in der Regel, dann gibt es da Tools wie zum Beispiel FileStage, wo ich das Video nicht nur hochladen und runterladen kann, sondern ich gehe auf die Seite, kann das Video mir anschauen, kann es kommentieren über den gesamten Verlauf vom Video und damit machen wir auch sehr oft nehmen wir Kommentare auf zu Videos, die wir produziert haben, machen die Freigaben und Abnahmen darüber. Das ist im Videobereich nochmal eine Sonderlösung. Okay. Ja, das ist dann ähnlich wahrscheinlich so, wie bei, wenn man ein PDF zur Freigabe rausschickt bei Druckdaten und ähnlich. Man hat eine Notizfunktion, nur ist es natürlich dann bei den Datenmengen Video, da sprechen wir wirklich von großen Riesendaten, aber auch eine große Erleichterung, um in einem Projekt schnell voranzukommen, um schnell eben zum Endergebnis und zum fertigen Produkt zu gelangen. Bei FileStage ist es da so, dass man nicht nur einfach einen Kommentar zu diesem Video abgibt, sondern an jeder Stelle des Videos bestimmte Kommentare zu dieser Szene abgeben kann oder auch in das Standbild sozusagen reinmalt. Hier in der Ecke ist noch was, das muss man verändern im Film. Also das ist wirklich, das geht weit über den Datenaustausch hinaus, sondern das ist wirklich dafür da, Videos zu kommentieren en Detail, um eben da einen Austausch vom Stand zu machen. Vielen Dank für den Überblick. Wir arbeiten täglich damit. Kannst du es einfach nochmal zusammenfassen für den User, den Nutzer von Software in dieser Art, was da der beste Weg ist? Also den ersten Tipp, den ich geben kann, ist, dass man einfach ausprobiert. Im Moment sind viele Tools gratis und günstig. Also kann man testen für sich, was passt mir am besten. Das Koordinieren mit den Kollegen, mit den Kunden, schauen, dass man da sich in ähnlichen Softwarewelten bewegt. Viele davon sind auch kompatibel miteinander, von daher ist aber da die Abstimmung trotzdem wichtig. Und dann ganz wichtiger Tipp, gerade wenn ich einen Videochat veranstalte, die Software vorher mal ausprobieren. Funktioniert der Ton? Ist mein Bild ordentlich? Was ist im Hintergrund zu sehen? Möchte ich vielleicht lieber im Hintergrund was automatisch einblenden, damit mein Homeoffice nicht ganz so sichtbar wird? Aber testet es vor dem ersten Einsatz, dass man dann keine böse Überraschung überlebt, dass man den Kunden nicht hört oder er mich nicht und das ganze Meeting dann irgendwie an der Technik scheitert. Das kann man verhindern, indem man es einfach mal kurz ausprobiert. Vielen Dank. Auch Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst wieder hier bei uns auf dem Kanal mit weiteren Informationen. Tschüss. Tschüss.